Eine echte, unlimitierte Datenflatrate fürs Wohnmobil und das für 21,50 Euro im Monat. Wie das geht, in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden-Video. Mein Name ist Udo und eigentlich wollte ich heute mit euch das Sogsystem einbauen, was ich euch letzte Woche vorgestellt habe. Falls ihr das verpasst habt, hier oben findet ihr das Video in der Infocard. Da es hier aber extrem stürmisch ist und zwischendurch auch immer in Strömen regnet, ja, selbst dem Herrn Lehmann ist die Föhnfrisur auf 7:30 gedreht worden, habe ich mich spontan dazu entschieden, das nicht zu machen. Sonst habe ich hier die Serviceklappe rausgebaut und alles unter Wasser stehen und so weiter. Und das hat irgendwie nichts. Und spontan habe ich mich dazu entschlossen, Teil 4 von meiner Internet im Wohnmobil-Serie vorzuziehen. Und zwar haben einige von euch schon danach gefragt, welchen LTE-Tarif ich jetzt letztendlich genommen habe für unseren mobilen Router hier, damit wir halt unterwegs auch immer Internet haben. Und das erzähle ich euch jetzt in diesem Video. Bevor jetzt nachher einer meckert, sage ich es direkt von Anfang an, diese 21,50 Euro, die ich hier in den Raum geworfen habe, die sind nicht für jeden machbar, beziehungsweise die sind an ein paar Bedingungen geknüpft und auch an zusätzliche Leistungen, die man buchen muss. Aber ich möchte euch den Tarif trotzdem gerne vorstellen, weil für den einen oder anderen ist er vielleicht interessant und für alle anderen zeige ich am Ende auch noch ein paar Alternativen. Also, was ist das jetzt für ein Tarif und was beinhaltet der? Der Tarif heißt Vodafone Red Business Prime, hat eine Laufzeit von 24 Monaten und kostet regulär eigentlich 39 Euro im Monat. In dem Tarif, so wie auf der Webseite steht, sind 15 GB Datenvolumen inbegriffen, eine europaweite Telefon- und SMS-Flatrate, wer schickt neue SMS, dann 4G oder 5G, falls vorhanden, ist klar. Und es gibt auch noch einen Vodafone-Pass, das heißt, man kann gewisse Apps, also ich glaube Instagram, YouTube, Spotify, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber die kann man dann, eine davon kann man sich aussuchen und das Datenvolumen, was man damit verbraucht, wird dann vom Gesamtdatenvolumen nicht abgezogen. Und das richtig Coole an diesem Tarif ist, dass man eine zweite Karte, weil das ist nämlich diese zweite Karte, quasi gratis dazu bekommt. Das nennt sich Ultracard und man muss die allerdings extra beantragen. Also ich hatte den Vertrag abgeschlossen und dann ist erstmal nur eine SIM-Karte gekommen und auf Anfrage schicken die dann diese zweite Karte zu. Und das bedeutet, ich kann jetzt eine hier dauerhaft in den Router packen und eine zweite zum Beispiel in mein Handy und dementsprechend dann die Kosten für meinen normalen Handytarif von den Kosten abziehen, die ich jetzt durch diesen Zusatztarif hier habe. Damit wird das für mich jetzt quasi eine Nullrechnung. Also diese unlimitierte Datenflat plus Telefon und Pipapo, was ich gerade alles erzählt habe, kostet mich jetzt so gesehen nichts mehr, als ich vorher für meinen normalen Handyvertrag bezahlt habe. So, das klingt ja schon mal alles ganz gut, aber jetzt habe ich ja gerade erzählt, wir haben nur 15 GB Datenvolumen und einen Preis von 39 Euro im Monat. Da sind wir noch sehr weit weg von unlimitiert und 21,50 Euro im Monat. Und auch mit der aktuellen Aktion, die auf der Webseite zu finden ist. Also ich packe euch auch die ganzen Angebote hier unten in die Beschreibung, dann könnt ihr euch da einfach durchklicken und braucht dann nicht lange nachsuchen. Und selbst mit diesem Angebot, was da jetzt erstmal so auf den ersten Blick zu sehen ist, haben wir nur 5 GB extra, also 20 GB im Monat und ein Preis von 32 statt 39 Euro. Also sind wir da noch weit weg von den genannten Unlimited Datenvolumen und 21,50 Euro. Wie kommt man jetzt also an die angekündigte Datenflat für 21,50 Euro? Und bei Vodafone gibt es die sogenannten Giga-Kombi-Rabatte und das bedeutet, dass man oder diese Rabatte beinhalten, dass man nochmal 10 Euro günstiger im Monat ist und dass das Datenvolumen auf Unlimited hochgesetzt wird. Und die Bedingung dafür ist, dass ihr ein anderes Paket von Vodafone bereits zu Hause habt. Das kann sein entweder Internet und Telefon oder TV. Und da gibt es ja unterschiedliche Angebote und ihr müsstet irgendeins davon haben und dann könnt ihr diesen Giga-Kombi-Rabatt in Anspruch nehmen. Bedeutet, statt der 32 Euro, die jetzt auf der Webseite angezeigt werden, landet man dann bei 22 Euro. Es kann sein, dass die Rabatte sich gegenseitig aufheben auf der Webseite. Das würde bedeuten, statt der 39, das ist ja der reguläre Preis, würdet ihr dann 29 angezeigt bekommen. Und da ist mein Tipp, ruft bei der Hotline an. Das habe ich auch gemacht, als ich den Tarif bestellt habe. Und die haben mir sofort die 7,50 Euro Rabatt gleich mit drauf gebucht.
oder beziehungsweise runtergebucht, ohne dass ich da überhaupt nachgefragt habe. Also ich bin davon ausgegangen, dass ich jetzt für dieses Paket 29 Euro bezahle. Und ja, der hatte direkt dann irgendwie 21,50 Euro da draus gemacht. Also auch nicht 22, keine Ahnung, wo die 50 Cent geblieben sind. Von daher ruft auf jeden Fall bei der Hotline an. Und wenn die euch das nicht automatisch drauf buchen, dann fragt da einfach mal nach, weil anscheinend sind diese Rabatte ja irgendwie eingeplant. Bei uns ist so, dass wir schon seit Ewigkeiten hier auch Internet und Telefon über Vodafone haben, beziehungsweise damals war es ja noch Unity Media, wurde dann von Vodafone aufgekauft. Wir haben hier so eine 300 Mbit Leitung liegen und zahlen dafür im Monat 50 Euro. Das heißt, theoretisch, fairerweise, müsste man diese 50 Euro ja mit den 20 oder 21,50 Euro zusammen irgendwie rechnen. Aber da es ja völlig verschiedene Leistungen sind und wir diese Internet-Flat hier sowieso schon immer liegen hatten, sind das jetzt gefühlt für uns effektiv nur 21,50 Euro, die wir im Monat mehr bezahlen und dafür halt eine echte Datenflat haben. Ich sage immer echte Datenflat, weil viele halt auch Flatrate sagen oder anbieten und die sind dann aber halt limitiert auf irgendwie 10, 15, 20 Gigabyte im Monat und danach wird dann runtergedrosselt. Man kann zwar weiterhin surfen, aber mit einer viel langsameren Geschwindigkeit und deswegen sage ich in diesem Fall immer echte Datenflat, weil die halt wirklich unlimitiert ist. So, jetzt hatten wir gerade schon die erste Bedingung, die vorhanden sein muss, um diesen Giga-Kombi-Tarif oder Rabatt in Anspruch nehmen zu können. Und dazu kommt aber auch noch eine Einschränkung. Und zwar gilt dieses Angebot, nämlich dieses Red Business Prime, nur für Geschäftskunden. Und anders als bei den Internetleitungen, also diese Business-Geschäftsleitungen, die kann man auch als Privatperson buchen. Aber bei den Handy-Tarifen wird das nicht angeboten, beziehungsweise wird wirklich überprüft, ob ihr Gewerbe angemeldet habt oder halt ja, irgendwie berechtigt seid, einen Business-Tarif zu haben. Warum das unterschiedlich gehandhabt wird, weiß ich nicht, aber ich wurde halt tatsächlich aufgefordert, da entsprechende Belege einzureichen, um zu verifizieren, dass ich halt wirklich ein Business habe, also ein Gewerbe angemeldet habe. Dementsprechend gilt dieses Angebot oder dieser Tarif Red Business Prime nur für Gewerbekunden. Es gibt mit dem Red M allerdings auch einen Tarif, der für Privatkunden ja, oder von Privatkunden gebucht werden kann. Regulär kostet der 49 Euro und da könnt ihr auch diesen Giga-Kombi-Tarif drauf anwenden. Dann seid ihr bei 39 Euro und aktuell, ich weiß nicht, wie lange es diese Aktion geben wird. Also im Moment steht es auf der Webseite, wie gesagt, die Links sind unten in der Beschreibung, bekommt ihr 20%. Das heißt, da hättet ihr auch eine echte Datenflat für 32 Euro im Monat, was ich persönlich jetzt für eine echte Datenflat eigentlich auch noch okay finde, aber ich nutze es halt auch sehr, sehr viel. Ja, muss jeder für sich selbst entscheiden, ob 32 Euro jetzt viel oder wenig für eine mobile Datenflatrate sind. So, und bevor wir jetzt zu den Alternativtarifen kommen, kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn euch dieses Video weitergeholfen hat oder einfach nur so gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und klickt am besten auch gleich die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Das hilft uns, diesen Kanal hier weiterzuentwickeln und jede Woche ein neues Video für euch zu produzieren. So, kommen wir zu den Alternativen. Wer den Giga-Kombi-Rabatt von Vodafone nicht nutzen kann oder möchte oder wie auch immer, der kann sich mal die Free Unlimited-Pakete von O2 anschauen. Und zwar gibt es da im Basic-Paket auch schon eine Unlimited Flat, die kostet nur 19 Euro irgendwas im Monat, ist aber auf 2 Mbit, also als Geschwindigkeit, Download-Geschwindigkeit beschränkt. Also ist nicht wirklich Unlimited, sondern die ist halt dauerhaft auf 2 Mbit limitiert. Da kann man schon eine ganze Menge mit machen, dafür, dass sie halt unlimitiert, also im Sinne von dauerhaft unlimitiert ist und auch nur 20 Euro im Monat kostet, ist sie für ja nicht ganz so anspruchsvolle Surfer vielleicht eine echte Option. Darüber gibt es auch noch ein Paket, das nennt sich Smart. Und da zahlt ihr schon 30 Euro ungefähr im Monat, habt dann aber 10 Mbit als Geschwindigkeit. Und was man dazu sagen muss, ihr seid dann halt im Telefonica O2-Netz unterwegs und das wird ja von einigen als ja sehr Funkloch-anfällig bezeichnet. Ich habe selbst in diesem Netz keine Erfahrung, deswegen kann ich es nicht sagen. Falls ihr Erfahrung habt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Aber bitte nicht haten, auch Vodafone. Es gibt ja immer Leute, die irgendwie Probleme mit irgendwelchen Providern und so weiter hatten. Das sind immer irgendwie Einzelfälle und ich kann euch eins sagen, also wir haben seit 7 Jahren jetzt hier diese Leitung und wir hatten vielleicht insgesamt 5 Ausfälle in der Zeit und die wurden auch alle innerhalb von einem, maximal 2 Tagen behoben. Also wir sind da wirklich super zufrieden mit. Wenn ihr Kritik habt, dann äußert die gerne sachlich, aber hatet nicht unten in die Kommentare. Die werde ich dann einfach löschen.
Eine weitere Alternative wäre eventuell noch der Freenet-Funk-Tarif. Der wird ja auch von vielen Wohnmobil-YouTubern hier beworben. Da bekommt ihr für 99 Cent am Tag eine unlimitierte Daten-Flatrate. Und wenn ihr mit 1 Gigabyte am Tag auskommt, also Datenvolumen, dann bekommt ihr die sogar für 69 Cent. Der Tarif ist insgesamt sehr flexibel gemacht. Also man kann jeden Tag hoch und runter buchen, also zwischen unlimitiert und 1 Gigabyte. Und man kann sogar auch kündigen und pausieren. Also schaut euch da gerne mal um, wenn das für euch was ist. Allerdings seid ihr da auch wieder dann im O2-Telefonica-Netz unterwegs. Und was man halt auch noch dazu sagen muss, ihr könnt ausschließlich mit PayPal bezahlen. Und es wird jeden Tag halt 1 Euro bzw. oder 99 Cent und 69 Cent abgezogen. Also wenn ihr das irgendwie in irgendeiner Buchführung hinterlegen müsst, dann ist das halt relativ nervig, da jeden Tag eine Buchung zu haben. Und ansonsten ist der Tarif aber vielleicht für euch eine flexible Alternative. Und wenn du jetzt wissen möchtest, was das hier für ein Router ist und warum ich den für unser mobiles Internet hier im Wohnmobil gewählt habe, dann schau dir am besten jetzt dieses Video hier an und wir sehen uns nächste Woche wieder.